Zahn lässt sich fotografieren. Ein Zar lässt immer sich bieten, auch wo begehrt,
ist Herrscher von Gottes Gnaden. Wer kommt zu mir, der Zar ins Atelier, das wird die schönste Stunde meines Lebens sein, einen Zaren vor der Pizza. Und morgen im Atelier gestört, ich werde gefeiert wie eine Königin. Madame, wir gaben Ihnen die Ehre.
wir haben uns für sie entschieden. Wir haben tüchtig spioniert und unsere Leute gesiebt. Passend nach Größe, Haaren geteilt. Wir haben auch die Briefe geschrieben, von denen sie nichts wissen, ans Hofmarschallamt. Wir vergaßen nicht zu erwähnen, dass ihre große Liebenswürdigkeit nachgesagt wird, obwohl es unbescheiden war, sich selbst zu rühmen. Das fügten wir galant hinzu. Endlich! Wie lockt man einen Zar, der sich in Paris amüsiert? Cherchez la femme! Am Telefon hätten sie uns fast verraten. Drum haben die Verbindung wir gestört. Wir passen auf, überall sind wir. Seit Wochen schon geht die Jagd. Wir verröcheln das mit dem Schuss aus den Fotografen lassen. Die blassen Süße, die Stelle auf. Madame, auf Anordnung des Polizeipräfekten haben wir für die Sicherheit des Zaren zu bürgen. Vor seinem Eintritt müssen wir eine Durchsuchung des Ateliers und der Personen vornehmen. Wir bitten Sie, sich diesem Zwange bereitwillig zu fügen. Kontrollieren Sie den Raum. Ich vollziehe die Leibesvisitation. Gestatten Sie, Madame? Danke. Wer sind Sie hier? Gehilfe bei Madame Angel. Danke. Du? Boy bei Madame Angel. Danke. Nichts gefunden? Nichts. Sind Waffen versteckt? Unter diesem Tuch? Der fotografische Apparat. Wir sind zufrieden. Unter dem Tuch.
Möchte nicht in diesem Augenblick Napoleon sein. Verstehen Sie das, Madame? Wünschen Sie, dass ich begreife, Monsieur? Monsieur wünscht dringend. Monsieur wünscht dringend. Erklären Sie mir die Galerie der Wirklichkeit, die Sie hier fixierten. Wer ist der Träger dieses linienzarten Kopfes? Das ist ein Mann. Vielleicht ein Weib, wer kann das heute unterscheiden? Vor diesem Bilde habe ich keine Zweifel. Der Ansatz eines Busens überrennt das Kleid. Wie heißt die schöne Dame? Mir fiel der Name. Und diese hier ist splitterfasernackt, wahrhaftig kühn. Doch möglich, weil der Körper vollendet ebenmäßig aufgebaut. Bezaubernde Figur, wer ist die Venus? Eine Dame der Gesellschaft. Pardon, ich fragte nicht. Ein Hund,
ein kleines, liebes Tier, das wie ein Kind mich anblickt. Lieben Sie die Tiere? Mit uns auch die Tiere. Sie haben gemüht, die reizend. Was zeigt die andere Wand? Verschwinden Sie, ich bitte und ich befehle. Jedes Porträt ist bewunderungswürdig. Sie haben die Elite menschliche Charaktere versammelt. Werde ich nicht das Ensemble stören? Reif zu Zerstörung, ich sehe alles. Ich werde unterliegen in diesem Weltreich mit den Köpfen an der Wand. Ich fürchte mich, Madame, ich fürchte die Bommage. Sie haben recht. Ich bin so feige. Danone zeigen, wir werden allein sein. Wenn man mir aufs Gesicht sieht, kann ich mich nicht halten, wie ich will. Madame entscheidet. Dort unter dem Tuch, dort unter dem schwarzen Tuch. Ich bitte dort im Sessel Platz zu nehmen. Mit meiner Schuld. So groß ist schon die Schuld. Weil ich so spät zu ihnen finde. Spät, doch nicht so spät. Ich hätte früher kommen sollen, doch konnte ich nicht aus ihren Worten lesen, dass sie so schön sind. Jetzt müssen sie mit einem Bild für das Versäumnis. Geht dann die Rechnung auf. Glatt unter dem Rest. Doch wie wird mir vergütet, Moment, dass ich den Zaren ihnen präsentiere? Das ist nicht billig. Wie bezahlt man Fürsten, Madame? Nach der Aufnahme, Monsieur. Noch Zeit bleibt. Wir haben Zeit, Madame. Im Sessel. Im Sessel. Doch nicht auf dem Polster, das wäre wieder nur Parade. Ich sitze so. Ich stelle anders ein. Ich will ein Bild von mir, das mich erinnert an einen Menschen, der ich bin. Ich werde es ansehen. Wenn ich über Krieg und Frieden bestimmen soll und werde fragen, warum wollen das die Völker? Wäre ich Volk, mir wären grüne Felder und wimmelnde Herden oder am strudelnden Bach die Angel werfen nach schimmernden Fischen. Ich könnte keinen Menschen töten. So, ich bin fertig. Jetzt! Ich sitze nicht bequem, die Lehne drückt mich. Ich will doch unten sitzen, sonst ist das Bild gefährdet. Ein Augenblick genügt mir.
verlieren Sie schon die Geduld. Ich habe lang auf diesen Augenblick gewartet. Es geht um mehr als unser Kuchen. Mit einer Zigarette bekommt es mehr Bewegung. Wie denken Sie? Wo tragen Sie denn das Etui? Hier auf dem Herzen. Warum fragen Sie? Ich fragte, weil es Worten gibt. Ich möchte den Rock breit aufgeschlagen. Sieht das denn schön aus? Es ist schön mir, die Wahrheit. Genügt das Licht? Es ist ja Dämmerung. Wie lang muss ich sitzen? Doch, sei still. Ich habe plötzlich in Ergammerung. Wenn ich erschrecke, was wird sich finden? Sie glauben fest, ich werde gut getroffen. Ich treffe wie der Schutz aus einer Schuld. Bravo! Dass wir die Rollen tauschen. Ich bin der Fotograf und Madame sitzt. Was wollen Sie? Ich wünsche Sie zu fotografieren. Warum? Weil es eine Laune ist. Das ist doch kindisch. Ich pflege meinen Launen zu gehorchen, denn wer befiehlt mir sonst? In jedem von uns will etwas niederknien. Vor Gott, vor Launen, wie man's nennen will. Ist das so närrisch? Es ist unmöglich. Ist es denn gar so schwer? Es ist unmöglich. Ich bin kein Tölpel. Ich bin sehr gelehrt. Ich bin ziemlich gute Weisen. Sie haben eingestellt. Wie mir diesen Ball. Ich drücke erst, wenn Sie im Sessel sitzen. Da, die bitten, mal da. Ich kann nicht sitzen. Mir würde schwinden, wenn ich bedenke, dass der Zar... Vergessen Sie den Zaren, wie ich ihn vergaß. Monsieur macht eine Aufnahme von Madame und das im Augenblick. Sie dürfen nicht bei dem Schluss verharren. Unweigerlich, Madame. Ich bin nicht vorbereitet. Der Sessel erwartet Sie. Jetzt sind Sie schön wie nie. In der Verwirrung. Ihr Bild will ich bewahren. Einziges Souvenir der Marie. Ohne Sie mich. Ich muss mich sammeln. Es gelingt noch. Sitzen Sie inzwischen. Erst die Dame. Lächerliche Etikett. Sind Sie bereit? Nach Ihnen. Dann bleibt die Platte leer. Ich drücke den Ball, wenn Sie mir nicht gehorchen. Bis sich mein Blut beruhigt. Ich warte. Wie ein Herz durchklopfen kann, wenn es überrascht ist. Wie ein gefangener Vogel hinter Käfigstämmen die Flügel schlägt, hat mir mein Herz so ungeheuer gemacht. Den Menschen umzuwerfen, ich muss mich schützen, rechts und links und am Land. Erregt sie nicht die Sprache, wir wollen schweigen. Bei drei beginne ich und zähle bei der Aufnahme bis. Bis. Nun wie lang? Sie verbinden. Fertig. Nun eins. Nun zwei. Nun. Mein Herz, hat mir eine so weite Welt.
klopft auch mein Herz stärker. Schlimmer ist, ich glaube ja, vermocht es. Hier, ich fühle nichts, nur die harte Dose. Versperrt sie doch den Weg zum Herzen. Jetzt lese es frei. Was für ein Bild! Das ich verlange, wenn ich Mörder werden soll. Da ist der Sessel, Monsieur soll ich scheinen. Sie überrumpeln meine launenhaften Götter. Schon fliehen sie, adieu, ihr Himmlischen. Es bleibt das irdische Vergnügen. Madame, ich sitze. Endlich sitzen Sie, so wie ich wünschte. Und halte nun still, bis sie mich wecken wie einen Toten. Das wird einem Gott nicht gelingen. Doch einer Göttin. Ach du, Monsieur. Ich zähle wieder eins. Ich zähle wieder zwei. Ich zähle. Nachricht von der Polizeipräfektur. Komplott ist aufgedeckt. Haussuchung hat Material geliefert. Man ist auf der Spur verdächtiger Personen, die sich hier verbergen. Dringende Bitte des Polizeipräfekten, das Atelier nicht zu verlassen, bis entsprechende Maßnahmen durchgeführt sind. Man umzingelt den Häuserblock, schärfste Kontrolle. Sämtlicher Bewohner wird hier vorgenommen. In 10 Minuten kommt Polizei. Erschrocken Sie, ich bin's gewohnt, ein Sport, der sehr beliebt ist. Menschenjägerei, mal sind es Dolche, mal kracht einer Bombe, die übliche Methode, langweilig längst. Erfindet Neues auf dem Gebiet des Attentats. Ich wäre dankbar für die Abwechslung. Sie sind ja weiß wie Kreide. Angst, Madame, dass hier die Bombe platzt und diesen sammetreichen Töpfer hier. Keine Furcht, hier bin ich sicher, das Atelier ist ungefährlich. Doch bleibet uns nur 10 Minuten. Ist das nicht zu wenig für Fotografie und Liebe? Die Zeit genügt für Liebe. Für Fotografie. Die Zeit geht knapp. 10 Minuten für beides. Sitzen Sie wie ich. Das wäre Diebstahl an dem schönsten Glück. Es wäre nur Größe, wenn Sie sich vorher meinen Fehler fügen. Was Sie verheißen, klingt so wunderbar. Es dauert ewig. Ich muss doch zählen. Wenn ich es nicht rasche. Die Zahl ist gewohnt. Lass die Gefechte gleich. Und rücke in Wohnung. Wie schön sind Sie, Angel. Zwei schwarze Monde schwimmen Ihre Augen in Morgenblut, das diese Wangen färbt. Ich sah noch keine Frau in solchem Aufruhr. Ein Bild, das diesen Zauber band. Sitzen Sie mir schnell. Gilt nicht Ihr Wort, das Sie zuerst? Nichts hat Bestand, wo diese Lippen lachen. Erst Ihr Bild zum ewigen Gedenken ist eingestellt. Es trifft mich nicht.
du mir den Blick. Helfen Sie mir, ich bin so ungeschickt. So drücken Sie den Kopf an die Lehne. Wie kann ich ruhig sitzen, wenn ich habe? Wir wollen alles leben, Angel. Wie große Phase besprechen wir uns hier. Das könnten Sie in jeden Laden kaufen, en face und im Profil, zivil in Uniform, in Hut, mit Krone. Ich bin im Handel, doch Sie sind rar. Und müsste ich Sie an diesen Sessel schnüren? Ich will das Bild, kein Wort, keine Regung. Ich drücke blinklings ab. Eine Hilfsfotografie bin ich. Ich bin's, der Fotografie. Ich bin's, der Fotografie. Ich bin's. 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 Polizeipräfekten neue Nachricht. Die Spuren der Verschwörung führen hier ins Atelier Angèle. Es soll sofort zur Durchsuchung aller Räume bei Madame Angèle geschritten werden. Die beiden Polizeibeamten draußen haben den Befehl, indessen warten. Man wird hier eindringen. Erst sind es zwei, dann 20, dann wie Sand am Meer. Kann nichts verhindern, über alles soll ein Zar gebieten, nur nicht über sein Leben. Denn ich bin ein Prinzip. Kommt, Polizei! Nun stirbt der Traum Paris. Eiserne Tore fallen zu. Ein Bummer mehr in Boulevard. Nach Monate nun stirbt der Traum Jämmerlich.
soll uns nicht überraschen, wenn wir uns lehren. Gewähren noch im letzten Augenblick. Wir werden die verändert, bin denn ich der Zorn.